Komm, die 5,5 schaffen wir noch. 50%. Gewonnener geht's nicht, ey. Minus 10, so lächerlich. Nach vorne. Ist das Problem? Wie nehme ich denn wieder auf E2? Ich denke jetzt schon wieder ewig nach, ob ich mit dem Läufer oder mit der Dame nehme. So wie Dingle denn. Einfach mal 20 Minuten überlegen, die Nuancen hier, den Unterschied. Ich glaube, mit der Dame ist etwas genau, um Läufer Springer E4 zu verhindern. Und jetzt einfach wieder weggehen hier, ne? Aber wohin? Auch wieder. Ewig wird nachgedacht hier. Gut, der Springer kann nirgendwo hin hier. F4 ergibt das Sinn. F6. Machen wir mal, ist egal. Wenn er F6 spielt, mache ich halt Springer G6, oder? Oder Schwächen auf den weißen Feldern. Läufer H7, König A8, Springer G6. Naja, mit dem Läufer hier muss das gut sein für mich. Er kann ja den Turm ja gar nicht decken. Der Turm muss so wieder zurück. Ja, er opfert den jetzt aus reiner Verzweiflung. Nehmen wir halt. Und jetzt D5 im nächsten. Er kommt ja nicht zu Springer F6, Springer D5, sofort D5 hier, ganz wichtig. Ja gut, aber das kann es nicht sein. Riesenfreibauer. Lol. Jetzt B5 irgendwann. Oder Turm D1 und dann reinhacken. Das kann doch nicht gehen, ey. Was macht der denn da? Sag mal, es kann nicht gehen und dann verliere ich wieder. Ja, Turm E4 wieder. Eingepatzt. Das ist ja unfassbar. Das ist so lächerlich. Das hat doch auch nichts mit Schach zu tun, ey. Es muss immer noch gewonnen sein. Mein König steht aber relativ offen. Ne? Das ist nicht so trivial. Ich denke mal, Turm D5 muss es hier sein auch. Es droht Turm D5 auch, ne? Ganz stark. Wer wird den machen? Ich nehme da. Meine, mein D-Bauer, der ist so weit vorne. Ja, er greift einfach an, ne? Warum auch nicht? Kotzen alles, ey.
Er findet auch nicht den Aufgeben-Knopf, genau wie ich immer. Ah, wenigstens die letzte Partie noch gewonnen. Aber etwas glücklich. Ich glaube, da stand ich auf Verlust am Ende irgendwann.